Hey, wunderschönen guten Tag. Zurück zu den Forbidden Secrets der Alien Stadt. Or Alien Town. I don't know. Just like you wanted to. Wir haben letzte Folge diesen komischen Engel gefunden. Ich habe schon wieder den Timer nicht gesetzt. Weil ich das ja jedes Mal vercheck. So. Und dieses Teil. Oh, Scheiße, da war ein Mikrofon. Wo dieses Teil hier ist. Ich verstehe nicht. Irgendwo muss doch hier. Oder ist das vielleicht da drin? Aber wie komme ich denn da ran? Ich brauche eine Münze dafür. Könnte natürlich auch sein, dass der da drin ist. Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier den Engel für. So, zack. Fangen wir mal mit Sachen an, die offensichtlich sind. Ecke. Was? Ach da, mein Gott. Ja, Randteile ist ja eigentlich easy. Aber Randteile gibt es nicht so viele Möglichkeiten für. Ich brauche da oben noch eine Ecke. Hat jemand noch eine Ecke für mich? Nee, das ist toll. Das und das kommt dann dahin und dann kommt das dahin und das kommt dann dahin. Das hätten wir gerne da. Das ist ziemlich klein. Das ist ein Hand. Ah, da ist die Ecke. Das sieht aber nicht aus wie eine Ecke, ne? Ja, das war aber auch super clever. Und zack. Der magische Kronen, der magische Kerzenhalter, den man dann hinter sowas findet, finde ich ein bisschen komisch. Aber okay. Habe ich jetzt hier schon das Teil gefunden gehabt? Ja, ne? Ich glaube wohl. Kerzenhalter. Was? Benutze die Kerzen auf der linken Seite, um die übrigen Kerzen in der richtigen Reihenfolge anzuzünden. Wenn du eine falsche Kerze anzündest, dann musst du von vorne beginnen. Woher weiß ich die Reihenfolge denn? Benutze die Kerze auf der linken Seite, um die übrigen Kerzen in der richtigen Reihenfolge anzuzünden. Wie zünde ich die an? Also. Aber. Das ist jetzt die erste. Ich weiß jetzt nicht, ich habe gedacht, vielleicht hier nach der Höhe. Ist denn da irgendwas, was einem einen Hinweis gibt? Das ist doch sonst schon ein bisschen assi. Ja, das ist doch kacke, wenn das jetzt nur ein Ratespiel ist, ne? Ja, dann wird das jetzt aber verdammt lange dauern. Woher soll ich denn jetzt wissen, welches... Hatten wir die schon? Vor allem ja... Das kommt ja dann auch noch dabei. Hatten wir die schon? Das ist doch scheiße. Warum... Wie lange soll ich denn daran sitzen, bitte? Weißt du, wie lange das jetzt dauert? Ach, das hatte ich doch gerade. Das ist doch kacke. Warum macht man das? Ich hätte gerne irgendeine logische Erklärung dafür. Hä?
Wieso das so ist? Scheiße! Das ist doch kacke! Ach ja, ich weiß. Scheiße, glaubst du, ich wüsste das jetzt noch? Ach! Das ist so behindert! Was habe ich jetzt gerade? Nee. Hä, hey, war das doch die? Die war das, ne? Ich bin so... Halt die Fresse jetzt, geh mir nicht auf den Sack, ey. Mich? Ach ja, ich weiß, komm mal an. Ich bin... So doof! Das ist einfach so scheiße, Mann. Was ist das denn? Eine Öllampe. Komische Öllampe. Oh, was war das denn, ey? Die, manche von den Rätseln. Oh. Sind echt nur, um dich beschäftigt zu halten, irgendwie, ne? Also, da müssen wir noch was finden, in der Höhle. Hier noch, da noch. Und jetzt geht das? Jo. Wer bist du denn? Wo sind wir denn hier überhaupt? Im Verlies. Der Typ sitzt im Verlies. Alles klar. Irgendwo hätte ich hier gerne mal einen Teil. Na, erzähl mir was. The stupor that's gripped Nightingale is a sign of the times. The last days are approaching, and God is pouring out his divine judgments on the earth. Believe me, I'm not a fanatic, but I have no other explanation for what has happened in this city. First the epidemic hit, and then the orphans went mad. They were nice kids until their behavior changed. Not long ago, they became soulless machines fulfilling the will of the TV people. Be careful, and may God be with you. Also irgendwas ist ja immer noch sehr seltsam. Sehr gut. Sehr seltsam mit diesem Wanderzirkus irgendwie da, ne? Da ist ja irgend so ein... Weiß ich nicht. Und außerdem auch mit dem Fernsehen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich muss die Münzen in einer bestimmten Weise anordnen, aber raten hilft hier wenig. Das ist wieder so was, wo ich nicht schlau draus werde. Weil man ja einfach auch kein... Was könnte denn hier die Logik dahinter sein? Aber raten hilft hier wenig. Ja, nee, das ist schon klar. Nur, da muss doch irgendeine Logik hinterstecken oder so. Versteht nicht.
versteht nicht. Warum? Warum? Ein Tipp. Ja, jetzt sagt er mir, ich muss woanders hingehen, aber... Oder brauche ich noch Münzen dafür? Das kann natürlich auch sein, weil ich das noch gar nicht machen kann. Trotzdem... Ich brauche einen Korkenzieher. Aha, okay. Trotzdem muss ich... Aha, ich habe es gewusst, ey. Was sagt die Karte? Wohin? Hierhin. Ich habe ja eine Münze für irgendwas, ne? Ich weiß halt nicht, ob jetzt hierfür. Ja. Handtuch. Ja gut, das Handtuch brauche ich auf jeden Fall. Aber ich weiß immer noch nicht, was hier dieses Objekt sein soll. Hier muss ein Objekt sein. Ach scheiße, will ich nicht. Mir im Sack. Irgendwas muss hier komisch sein. Und ich sehe einfach nicht. Zum Kotzen. Nimm mal den Lappen hier. So, wir machen jetzt aber einen Cut. Aha! Gucken wir uns nächste Folge an. Gecheckt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssen.